Herr Zimmermann, im Rahmen eines groß angelegten Forschungsprojekts hat die Natura ja darum gebeten, dass man schwarz-weiß geringelte Mücken, dass man die melden soll. Das war im vergangenen Jahr. Hat es da viele Meldungen gegeben? Haben wir die sogenannte Tigermücke, um die es sich da ja handeln soll, haben die Menschen so eine entdeckt in Vorarlberg? Nun, das Projekt läuft jetzt schon seit 2 Jahren. Zwei Also Jahren, wir haben 2020. bereits 2 Jahre lang dazu aufgerufen, speziell letztes Jahr auch mit sehr, sehr großem Erfolg. Wir bekamen sehr viele Rückmeldungen und großes Kompliment an alle Vorarlberger. Es waren auch sehr viele treffende Rückmeldungen. Also tatsächlich exotische, eingeschleppte, eingewanderte Mücken. Das muss ich allerdings näher erklären, denn das, was da gefunden wurde, waren eigentlich in den letzten beiden Jahren die japanische Buschmücke, auch so ein Exot, der vielleicht leichter noch mit den klimatischen Gegebenheiten bei uns auskommt. Und diese Mückenart hat sich schon begonnen, so um 2015 sowas bei uns zu etablieren. Und wir konnten auch diese Mückenart eben an sehr, sehr vielen Standorten hier in Vorarlberg neu nachweisen. Also das ist die asiatische oder japanische Buschmücke, beide Namen gelten. Und ein weiteres Ziel unserer Arbeit wäre vielleicht noch eine zweite und dritte Art hier festzustellen. Eine davon vielleicht weniger spektakulär, die koreanische Buschmücke, also eine Schwesterart der japanischen, reagiert auch ähnlich auf Klimaeinflüsse und so weiter, wurde auch schon in Österreich gefunden, aber in Vorarlberg noch nicht. Und ich denke, das Hauptthema bei diesen Mücken, man hat es auch bei Bill Gates gehört, ist aber die asiatische Tigermücke, die er ja als die gefährlichste Mücke oder überhaupt das gefährlichste Tier der Welt betitelt. Stimmt fast, nicht ganz, aber meiner Meinung nach. Aber es geht auch in unserem Projekt darum, festzustellen, gibt es die schon in Vorarlberg? Hat die die Möglichkeit, hier sich zu etablieren oder wurde die schon eingeschleppt? Und da gibt es tatsächlich auch ein neues Ergebnis vom vergangenen Jahr. Das ist also brandneu. Wir selbst als Forschende haben das Ergebnis auch erst im Ende Jänner von der AGES in Wien bekommen, wurde mit gentechnischen Methoden untersucht, und herausgefunden, wir haben in einem Standort tatsächlich 20 Eier dieser asiatischen Tigermücke gefunden.